Und beide Teams mit den erwarteten Starting Five bei der TBB, keine Wechsel also. Mit Jared Howell, Barry Stewart, mit Nate Lynard, Brian Harper und Andy Seifert noch. Die Ulmer in der gewohnten Formation, wenn man mal per Günther ausrechnet. Mit Lance Jeter, mit Steven Esterkamp, mit Alan Ray, mit Keaton Nankerville und mit John Bryant. Die Ulmer gewinnen den Sprungball. Und Jeter damit gegen Jared Howell zum ersten Mal im Angriff. Halle restlos ausverkauft, 6000 begeisterte Fans, tolle Stimmung und schön, dass auch ein Bus der TBB-Fans hier den Weg trotz des Mittwochspiels gefunden haben. Der erste Tier von Andy Seifert, der geht zum Korb. Andy, Marin! Andy, nein, verlegt ihn, aber Brian Harper ist da übers Brett. Das war aber kein absichtlicher Pass. Ich glaube nicht. Da hat er ein bisschen Respekt vor dem Block gehabt, der da kam, aber Harper als Trailer schön mit dem Dunking. Ray. Raus auf Ryan, zurück zu Alan Ray. Jared Howell an ihn dran. Ray, der sieht nicht gut aus, ist aber drin. Wahnsinn. Machen da weiter, wo sie aufgehört haben in Trier. Die haben ja da wahnsinnig die Dreier reingehauen. Und so beginnt es auch heute. Leider aus Trier Sicht wieder. Ryan wird gedoppelt, jetzt raus auf Ray. Ray aus der Ecke. Und der ist auch drin. Alan Ray. Meiner Meinung nach hat er auf der Linie gestanden, aber der Dreier zählt. Und sie fangen an wie beim letzten Mal. Ryan raus auf Ray, läuft der Ball gut, Jeter traut sich den Dreier aber nicht zu, dafür ist Ray jetzt frei mit dem nächsten Dreier, der ist auch schon wieder drin. Wahnsinn, Alan Ray, 3 von 3. 9 Punkte, alle Punkte der Ulmer gemacht. Und die Seifert wird gut. Gegen Bankable, Seifert, schön. Da muss dem Handgelenk. Ray Stewart, Stewart hat Glück, Mitteldistanz noch, Stewart macht die Punkte. Eieiei, der kriegt Esterkamp jetzt da den Assist für. Nach der Auszeit. Haben sie gut zurück. Jetzt Barry Stewart. Nimm ihn. Nimmt ihn und... Ja! Endlich. Der Dreier von Barry Stewart. Heute brauchen wir nur noch 3. Der Rückstand. B versucht in der Dreiviertelpresse Druck zu machen. Lenkeville kann sich befreien und zieht Alan Ray up and under. Schöne Punkte. Zum 18:11. Das ging jetzt wieder zu einfach. Haben sich gut gelöst. Auch Jermaine Buckner ist wieder in der Partie. Oder ganz wichtiger Mann für Trier, muss man sagen. Will. Den nimmt er. Den Dreier. Ja! Ganz stark. Eine Bank, dieser Buckner. Wie wild. Und fast der Stil von Barry Stewart. Also Trier gefällt mir gut. Ja. Und was geil ist, wenn ich das so sagen darf, mit Kindern zu Hause, hier ist Wilson drin. Kinder läuft sehr rund. Also ich glaube nicht, dass er heute noch beeinträchtigt ist. Okay. Oh, Esterkamp ist frei draußen. Der nächste Dreier. Wahnsinn. Das ist halt gut. Das ist kein so guter Schütze. Den kannst du mal einen halben Meter lassen. Vita Cicoco, schöner Fake, der Dank von Vita Cicoco. Da hat Dorel Glück, dass er keinen auf den Default bekommt, bevor wir den Arm da rausschieben. Dorel zieht zum Korb, Dorel up and under, vergibt ihn aber. Oh. Das ist auch faul. Vita Cicoco sensationell, aber guck mal, was Betz da unten macht. Mit dem aus, Mönninghoff kommt der Ball zu Dorel. Dorel, was macht er? Mach mal einen rein jetzt hier, Basti. Kannst es doch, Junge. Basti, nimm ihn. Er trifft ihn. Voll. Basti Dorel, auch der muss zurückkommen. Nur noch 3 der Rückstand. 24, 27. Eis, was macht Eis? Schrittfehler. Oh, Wahnsinnsblock von Cicoco. Holla, die Waldfee. Und Zeitwurf der Gegenseite. Das ist gar nicht. Oh, das ist gar nicht. Du Pfeife, was heimst du denn da? Diesmal hast du ihn wirklich gemeint, oder? Nee, diesmal habe ich einen Schiedsrichter gemeint. Das gibst du. Nee, aber das war gar kein Fall von Günther. Na gut. Lassen jetzt gerade viel laufen. 35, 26 war natürlich hoch. Trotzbrecher Dreier von Brian Harper. In your face. Alter Falter. Den nicht trifft, kriegt er Hintern. Tritt den Hintern. Ja. Jeter, jetzt kriegt sich frei. Später ist frei. Nimmt den Dreier. Später mit dem Dreier. Ja. Treffen alles. Der nächste Dreier. Auch später im jetzt schon mit 11 Punkten in der Partie. 48, 33, 15 Punkte Führung. Esterkamp befreit sich gegen Stewart. Zieht zum Korb. Zieht mit dem Floater zum Korb. Macht die Punkte stark. Zieht der Esterkamp. Trotzdem den Dreier nicht zu, der Lindert zögert, steckt schön durch, schöner Assist von Lindert auf Andy Seifert, der mit den einfachen Punkten zum 35 zu 52. Bankable, Fadeaway, Bankable spielt bärenstark. Will Buckner zieht selbst im Korb, Buckner. Oh, und Cicoco ist da mit dem Tipp Lindert. Oh, ein billiger Versuch von Schwedhändler. Ah. Es tut mir leid. Heißer den Angriff im Ball raus, der Dreier, Seifert nicht mehr. Seifert vorbei an Theis, Seifert steckt durch. Monsterblock von Theis gegen Stewart. Foul von Doris. Lenkeville mit dem Dreier. Zu kurz, Theis ist da, offensichtlich wieder mit dem Dreier. Und Ray mit dem Dreier.
Wahnsinn. Immer am Angriff. Mit Tita. Raus. Der nächste Dreier von Denkel. Wahnsinn. Innerhalb mit seinen ersten Punkten. Ja! Überzeugt. Ja, ist nur ein paar Minuten zu spät. Später in Mitteldistanz. Oh, das war ein Foul. Oh! Wow, also da muss Ray vom Platz fliegen, ja, ganz ehrlich. Wow. Und leider auch in der Höhe vollkommen verliert. Kreis mit dem Dreier. Oh Gott. 99 zu 70 müsste der Endstand sein. Jawohl. Jawohl. Oh Gott. Basketball-Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?